Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin, heute wieder mit drei wunderbaren Filmchen. Tümmler oder Delfine begleiten AIDA Aura. Danach feiern wir den ersten Jahrestag unserer wunderschönen AIDA Nova und Entertainment Manager Tom sagt uns mal die 10 skurrilsten Fragen, die ihm so gestellt wurden. Viel Spaß! Beim Auslaufen aus Bilbao wurde AIDA Aura nicht nur von Lotsen geleitet, sondern auch noch von Delfinen oder besser gesagt Tümmlern begleitet. Und weil ihr euch solche Bilder immer mal gewünscht habt, hat unser TV-Team die aufgenommen. Viel Spaß! Diese Woche feiern wir den ersten Jahrestag der Taufe unseres wunderschönen Schiffs AIDA Nova. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, sich mal bei dem Team zu bedanken, das Tag und Nacht an Bord im Einsatz ist. Im Prinzip für euch. Guck mal den Film. AIDA Nova ist, ja, mein Zuhause. Nova ist mein Baby. AIDA Nova, das ist mein Abenteuerland. AIDA Nova ist für mich wie nach Hause kommen. Reopening team, if you like, open your main, build your home. Welcome to AIDA Nova. Welcome to AIDA Nova. Welcome to AIDA Nova. Mit dem Konzept Green Cruising wird AIDA weltweit die erste Kreuzfahrtreederei sein, die ihre neue Schiffsgeneration zu 100% mit Flüssigerdgas LNG betreiben werden kann. Wow, wirklich wow. Ich kann mich noch genau erinnern. Und da lag es da schon dann dunkel. Es war schon wunderschön beleuchtet. Und ich dachte, meine Güte, das ist einfach nur fantastisch. Wir taufen dich auf den Namen AIDA Nova. Während der Indienststellungsphase haben wir ja das Crew-Video gedreht. Mit fast 400 Crewmitgliedern, die da mit dabei waren. Und als wir dann das erste Mal gezeigt haben und das Leuchten in den Augen von der Crew gesehen haben. Wirklich mit Gänsehaut überzogen. Und das war so ein Gemeinschaftsgefühl, wie man es tatsächlich hier an Bord hat, wie in einer Familie. Das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, es kann losgehen, auch wie Gott. Besides that, we are a lot of crew members here, but then we kept the harmony between each other. Das ist auch das, was AIDA ausmacht. Und die hauchen hier wirklich die Seele auch ein und sind den ganzen Tag mit einem Lächeln dabei und sind auch stolz, Teil dieses Produkts zu sein. AIDA Nova ist Team Spirit. Sie sind ja vorbei. Alles Gute und Ahoi. Oh, bombastisch. Auch wenn man reinkommt, ist der erste Eindruck einfach nur wow. Aber es ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Weil es ist größer, die Kabinen sind schöner. Das Schiff ist halt ein ganz kleines bisschen verwinkelt und das macht es so gemütlich. Das ist mal wirklich so ein Urlaub zwischendurch, wo man sagt, wirklich Erholung,
gibt viel mehr Möglichkeiten, abends essen zu gehen. Sehr gut gefällt mir auch, dass sehr viel bereits inkludiert ist, also viel die ganzen Buffet-Restaurants und auch die ganzen Themenrestaurants zum Teil alle schon inkludiert sind. Ich mag sehr, sehr gerne unsere asiatische Ecke. Mein Lieblingsplatz auf der AIDA ist der Beach Club, weil der überdacht ist und da ein Pool ist. Der Sportaußenbereich ist sehr, sehr schön, einfach mal was anderes. Es gibt so viel zu erleben, zum Beispiel der Rockbox und dem Cube auch. Mir gefällt es, weil es so schön groß ist. Mein Liebling ist das Studio X. Ich bin immer früher großer Fan von Harald Schmidt gewesen. Und das war immer so mein Format, das fand ich immer mega. Unfassbar viel, was man hier alles erleben kann. Das Theatrium ist eine Weiterentwicklung von dem, was wir auf unseren Zwingsklasse-Schiffen haben, aber eben unter dem Denknamen das Wohnzimmer. Und man sollte wieder so ein Stückchen sich selber als Kind vorstellen, ne? Wo man mit großen leuchtenden Augen von A nach B geht. Man muss es erlebt haben, man kann das gar nicht genug mit Worten beschreiben, sondern man muss einmal da gewesen sein. Und habt ihr auch schon mal irgendein Jubiläum, einen Geburtstag, irgendwas Tolles an Bord gefeiert? Dann postet jetzt die Bilder davon hier unten drunter. Ich zum Beispiel feiere jedes Jahr im März Geburtstag auf AIDA, seit ich für diese Firma arbeite. Und jetzt kommen wir zum Entertainment Manager Tom. Er hat sich mal die tollsten Fragen, die ihm so gestellt werden in seinem Berufsalltag, zusammengesammelt und wir gehen die mal zusammen durch. Wir haben einmal, aufgrund dessen, was wir alles schon so erlebt haben, die 10 kuriosesten Fragen zusammengestellt. Oh. Muss ich das Schiff verlassen, um einen Aufflug teilzunehmen? Gucken wir uns Nummer 9 an, auch eine sehr beliebte Frage, was ich Ihnen schon versprechen kann. Wieso hat man in der Innenkabine keinen Balkon? Ja. Baulich eher schwierig. Wir gucken uns Nummer 8 an. Wann startet der 14 Uhr Ausflug? Gut, das kann man jetzt einfach mal so dahingestellt lassen. Mit dabei ist die Crew die Reste aus den Restaurants? Nein, nein, das ist nicht so, weil, warum meinen Sie, liebe Gäste, heißt es Restaurants? Sie kriegen unsere Reste. So, muss man nämlich, ja, Sie lachen, andere finden es komisch. So. Ja. Nummer 6. Hat das Schiff einen eigenen Stromgenerator? Nee. Nee, nee, das ist WLAN. Das ist WLAN, ja. Haben Sie in der Kabine Satelliten- oder Kabelfernsehen? Ja. Nummer 4. Bringt mich dieser Aufzug zum vorderen oder zum hinteren Teil des Schiffes? Wir lassen das einfach so stehen. Nummer 3. Das übrigens dazu, fand ich. Ist das Schiff schon einmal gesunken? Das war eine Scheißarbeit, das Wasser rauszubekommen. Ich sag's Ihnen. Die örtliche Feuerwehr da. Aber hier zu Punkt 4. Tatsächlich bringt mir der Aufzug nach vorne zum vorderen Teil des Schiffes. Haben wir uns mal auf der Diva einen April-Scherz überlegt und haben in den Aufzügen auf Deck 12 ein Schild daneben rangehängt. Knopf für Deck 12 defekt, bitte zweimal Deck 6 bringen. Ja. Ja, gucken wir uns die Top 3, die Top 2 an. Schläft die Crew auch an Bord? Aber wir tun es tatsächlich, meine Damen und Herren. Und tagsüber, wenn Sie auf Ausflug sind, ne? Wir brauchen auch mal eine Balkonkabine. Machen wir Kabinenbingo. Ja. Ist schön. Haben Sie schon mal diese lustigen kleinen Schokolädchen gefunden? Weil Sie sich auf den Kopfkissen? Da war die Crew wohl schneller. So. Übrigens, Kabine 14238 sah heute wieder aus. Und dann gucken wir uns an Nummer 1. Macht der Kapitän das hauptberuflich? Und wenn auch ihr eure Fragen beantwortet haben wollt oder wenn ihr Jubiläen an Bord feiern wollt, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die tollsten Bilder mit der fantastischen Musik direkt von Bord, diesmal von Bord AIDA Nova. Ich wünsche euch viel Spaß und bis nächste Woche. Give up, but one.
once with the universe.